Die Bildungsbeteiligung in Deutschland, die ist, das ist, denke ich, unstreitig, Herr von Meyer, überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich, und das meint den gesamten Bereich. Von der frühkindlichen Erziehung bis Bildung bis zur Weiterbildung, da ist die deutsche Bildungsbeteiligung überdurchschnittlich. Was mich besonders freut, wo ich richtig also mich begeistern kann, das ist der Anteil der Frauen, die ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben. Sie wissen, das machen wir nicht nur in Sonntagsreden, sondern da gibt es ganz, ganz vielfältige Anstrengungen. Trotzdem, wenn ich mir die Statistiken so angeguckt habe, Professorenanteil oder anderes, es ist mühselig. Also sagen wir mal, Geschwindigkeit sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Und deswegen bin ich an dieser Stelle sehr froh, dass wir jetzt mal im OECD-Vergleich sehen können, dass in den vergangenen 12 Jahren bei uns der Anteil der Frauen, die ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben, von 32 auf 44% gestiegen ist. Das sind, wenn ich richtig rechne, 12% Steigerung in diesen Jahren. Die Bildungsbeteiligung der 4- und 3-Jährigen ist richtig gut. Und man wundert sich immer, wenn ich das Bekannten oder Freunden sage, dass 96% aller 4-Jährigen bei uns eine Kindereinrichtung besuchen. Das vermutet man in Deutschland gar nicht. Frankreich ist noch besser mit 100%. Aber ansonsten sind wir im OECD-Schnitt da bei 84%. Und das gilt auch analog bei den 3-Jährigen. Und bei der Weiterbildung, das haben wir ja auch im Rahmen des nationalen Bildungsberichts letztens berichtet, da sind die Zahlen hier sogar noch freundlicher, als wie wir sie in unserem Weiterbildungsbericht haben. Das heißt also, dass 53% der Bevölkerung zwischen 25 und 64, nimmt man ja immer, an Weiterbildungsaktivitäten beteiligt sind. Die Korrelation, die Beziehung zwischen Bildungsstand und Erwerbslosenquote, die ist klar. Da brauchen wir auch keinen OECD-Bericht, sage ich in jeder Rede, wo ich motivieren will, eine duale Ausbildung anzugehen. Weil selbst jetzt in Zeiten, wo wir 2,4 Akademiker-Arbeitslosigkeit haben, 5,3 deutschlandweit, in der Zeit haben wir 19% bei denen ohne Abschluss. Daraus ziehen wir aber die Konsequenz, dass wir jetzt ganz verstärkt mit Geld und mit vielen Maßnahmen versuchen, jungen Menschen über wirklich sehr individuelle Maßnahmen zu bewegen, eine berufliche Ausbildung zu machen. Weil das ist nicht nur für die Volkswirtschaft im Moment, wo es uns gut geht, sondern das ist für deren Lebensglück, für deren Lebensweg ganz entscheidend. Das heißt, die Konsequenz ist, dass es diese Korrelation immer geben wird. Und was ja noch viel gravierender ist, die steigt ja. Wir haben die Umbruchssituation Digitalisierung in der Wirtschaft. Und in einer solchen Situation steigt enorm der Anteil der Wissenschaft, also der Berufe, die sozusagen, also wo eine hohe Qualifikation gefragt wird. Und deswegen ist es jetzt wichtig, auch vorausschauend zu überlegen, das kommt in den nächsten Jahren, was machen wir? Und wir haben gerade gestern in der Pressekonferenz mit Gewerkschaften, mit Herrn Sirske und mit Herrn Grillo vorgestellt, dass wir an der Stelle vordenken, damit wir nicht in 4, 5 Jahren hier sitzen und sehen, dass in dem Bereich sozusagen wir steigende negative Zahlen hätten.